Okay, die neue Woche hat begonnen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Montag. Der Montagabend ist gerettet, denn es ist 19 Uhr, King of Cologne Creator Edition. Spiel 1 ging relativ deutlich an Seabass. Spiel 2, was wird das? Ja, es wird gut. Also ich meine, es ist ein Do or Die, ne, für mich. Also gib ihm alles und dann ab geht's. Yes, Mann. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die Würfe fallen, weil natürlich möchte ich Spiel 3 sehen. Ich will immer Spiel 3 sehen. Was machst du dagegen, dass es dann doch 2-0 zu deinen Gunsten ausgeht? Ja, also erstmal auch, wenn ich deinem Kanal das Maximum an Klicks gönne. Ich will kein Spiel 3, weil in Spiel 3 kann alles passieren, vor allem wenn du bis 5 spielst. Deswegen, ich habe es nach dem ersten Spiel schon gesagt, Würfe gut contesten und vorne hoffentlich weiter gute Abschlüsse nehmen. Weniger werfen, mehr zum Korb. Ich kann nur sagen, gönn mir sowohl Abonnenten als auch Spiel 3. Gerne nehme ich das entgegen. Alles my way. Und ich will euch auch gar nicht zu lange hier mit Geschwafel vollballern. Deswegen jetzt Spiel 2, Seabass gegen den Rimdog. Let's go. Geht's weiter mit dem Game. Für alle, die ihre Handles in der Offseason auf ein neues Level bringen wollen und Handles haben wollen, wie Slomking und Lino und die Jungs, die ihr hier bei der Creator-Variante seht, empfehle ich wärmstens den Paul Gudde Heavy Ball. Kräftigt eure Fingermuskulatur, Armmuskulatur, ihr könnt kräftiger passen, habt tiefere Range und eure Handles sind auf einem anderen Level. Der Link ist hier in der Beschreibung vom Video. Gönnt euch den Heavy Ball und jetzt geht's weiter mit King of Cologne. Viel Spaß. Yeah.
das war Spiel 2 des letzten Viertelfinals und leider ist es so gekommen, wie Seabass das wollte. Uns ist kein Game 3 gegönnt. Es hat nicht sollen sein. Ein paar waren echt bei dir so, wo ich dachte, geht der rein und dann sind die so ein bisschen, das Wurfglück ist ein bisschen ausgeblieben. Dennoch 5-3 war jetzt nicht so eine klare Nummer. Wie war es für dich vom Gefühl her? Ja, bitter, ne? Es sind halt die Würfe, die ich sonst auch treffe. Ne? Ist ja immer ein normaler Spielstil, er gibt mir den Platz, ich treffe halt nicht. Ja, ist halt nicht mein Homecourt, ne? Was soll ich machen? Da muss ich nächstes Mal ein bisschen prepared kommen, dass ich auch einen Drive nehmen kann. So. War halt nicht drin heute. Easy. Komm ins Atelier, du kannst gerne nächstes Mal auch ein, zwei Sessions vorher kommen. Aber mich hat das Game entertained, ich hoffe euch auch. Kommentiert mal, wie ihr jetzt ja, die nächsten Paarungen auch seht. Guck mal zurück nochmal trotzdem auf dieses Spiel. Game 2 war wie für dich? Du hast am Ende sogar noch ein bisschen so einen halben Jamal Crawford hinterm Rücken rausgeholt. Was war das? Ah, Move of the Game übrigens für euch, ne? Haben wir bis jetzt gar nicht drauf geguckt. Ja, Jumper ist gar nicht gefallen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann versuch weiter zum Korb zu kommen. Hat mal besser, mal schlechter geklappt. Als er dann die zwei Würfe getroffen hat und auf 4-3 rangekommen ist, dachte ich, boah, fuck, jetzt 4-4 und dann bis 6 wird hart. Dann war ich echt froh, dass ich den letzten finishen konnte. Aber war ein toughes Game. Ja, aber ein amüsanter Montagabend für uns alle, würde ich sagen. Und übermorgen gibt es schon das erste Halbfinale. Und zwar trifft da Kobe Björn gegen Lino. Das wird auf jeden Fall wild. Ich weiß gar nicht, wo die Reise hingeht. Übermorgen dann für euch um 19 Uhr. Vielen Dank an dich. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Checkt den Schuh-Tester immer wieder ab, weil es lohnt sich, wenn ihr wissen wollt, welche Schuhe vielleicht euch auch am besten passen. Und ansonsten sehen wir uns übermorgen 19 Uhr mit dem ersten Halbfinale. Aber wir haben ja noch jemanden, den Analyst Max Sports. Den hören wir uns jetzt gleich noch an, was der zu dieser Serie zu sagen hat. Und ja, Max, komm ran. Yes, Max, wir haben eine amüsante Serie gesehen, die dann doch nur zwei Spiele hatte. Wie hast du es erlebt? Von Remdog mehr Dreier als alle davor zusammen. Ich glaube, wenn er sich ein bisschen mehr einfach auf sein Midrange-Game verlassen hätte, dann hätte er, glaube ich, das zweite Spiel auf jeden Fall stealen können. Ansonsten einfach halt zu viele crazy Pull-Up-Dreier. Das hat ihm am Ende dann, glaube ich, das Genick gebrochen. Ja, Mann. Und Seabass hat variiert, hat sich hier gut präsentiert bis jetzt. Moves ausgepackt, Layups, linke Hand-Finishes, paar Fakes, ein, zwei Jump-Shots. Das sieht schon solide aus, was der macht, oder? Ich nenne ihn aber jetzt nur noch Shifty Seabass. Besonders der letzte Move war auf jeden fall richtig stark. Einmal hat er den Stepback-Dreier einmal gezeigt, sein Signature-Move. Bis jetzt noch nicht. Das war eher Jamal Crawford mit den Handles für mich. Mit links gefinisht. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und wir sehen uns ja schon übermorgen mit dem ersten Halbfinale. Lino gegen Björn. Oh mein Gott, das wird krass. Lino NBA und Björn. Das wird tough. Aber da reden wir übermorgen drüber. In der Pre-Analyse des ersten Halbfinals. Übermorgen 19 Uhr. Wir sehen uns schneller wieder, als ihr denkt. In zwei Tagen wieder einschalten. Und dann sehen wir uns wieder genau hier.